Blomster ihre Visitet, SLA mit Akutinte, Leopold. Heute wird in Dublin wieder Blomster I gefeiert, jener Tag, an dem James Ulse seinem Leopold Blom in Ulysses durch die Straßen der Stadt folgt. Warum ist das Ereignis so unwiderstehlich? Heute ist es wieder so weit. Yusuf-Ära aller Länder treffen sich an der rotzgrünen irischen See in Santykove oder gleich in der Nordgrillat Georges Street in Dublin, um zum Frühstück traditionell halbgare Nierchen mit einem Pint Guinness herunterzuspülen. Anschließend geht es, in Kurzfassung, zum Zitronenseifenkauf beim Drogisten Sveni am Lincoln Place, zum Gorgonzola-Sandwich mit Rotwein bei Davy Bürnes, zu Leber mit Kartoffelpüree und Cidra im Ormond Hotel. Danach stünde, streng literarisch genommen, ein Bordellbesuch an, der aber meistens durch eine Rezitation des Molly Blom-Monologs im wohlverdienten Hotelbett ersetzt wird. Das Ganze nennt sich Blomster I, weil an diesem Tag die Handlung von James Ulse Roman Ulysses nachgespielt wird, der am 16. Juni des Jahres 1904 seiner Hauptfigur Leopold Blom kreuz und quer durch Dublin folgt. Wobei Irlands Hauptstadt, wie Ulse einmal sagte, so zerstört sie auch immer sein möge, nach den genauen Angaben seines Ulysses wieder aufgebaut werden könnte. Verändert werden darf Dublin allerdings nicht, allein wegen des Blomsters. Man kann aber auch den Nobelpreisträger Sir Amos Heaney verstehen, der vor diesem Karneval regelmäßig aus der Stadt floh. Gerade weil der 1954 von trinkfreudigen Dichtern wie Flannery O'Brien und Patrick Kavanagh erfundene Blomster I vom Ansatz her so originell ist, verbietet es sich, das Ganze nach der ersten Teilnahme zu wiederholen, das hätte etwas Kirmeshaftes und man sollte nicht zweimal in derselben Weltliteratur versumpfen. Ulse selbst feierte zwar auch jeden 16. Juni, dies aber vor allem, weil er an jenem Tag zum ersten Mal Intimitäten mit seiner späteren Frau Nora Barnacle ausgetauscht hatte, für ihn besaß der Tag eine mehrfache Bedeutung. Warum aber wird das literarische Tagwerk im Namen der Weltliteratur nicht einfach ausgebaut? Warum gibt es, abgesehen davon, dass ein 24-Stunden-Roman wie der Ulysses eine besondere Steilvorlage darstellt, keinen Faker in Prag mit reichlich dunklem Bier im Kirchen und einer anschließenden kollektiven Rollstuhlfahrt, bei der alle Beteiligten, so oft sie möchten, aus voller Kehle ausrufen, es lebe Kaiser Franz Josef I. Oder wahlweise Wladimir Putin, Donald Trump, Kim Jong-un. Wem das zu lautstark ist, der könnte am Jour de Combray, da muss es natürlich französisch sein, mit Prost in Elias auf der Suche nach der verlorenen Zeit zum Frühstück eine Madeleine in Lindenblütentee tunken, um anschließend die Nase in Weißdornhecken und verschiedene Baumblüten zu stecken. Doch bei aller Hochachtung vor Haeck und Prost, es wäre nicht dasselbe wie der Blomster I.